Herz zu Lopa! Alle Schritte um 30 Ja, wir sind hier auf der Rösalboben. Momentan stehen wir hier etwa auf 1600 Hechimeter oben. Wir haben auf dieser Alp 155 Normalstehs verfügt. Und momentan sind etwa 250 Stück Rinder hier oben. Auf der Rinderalp Rösalp ist eigentlich auf jedem flachen Boden hat's Placken. Weil da liegen die Rinder und da wird hier herumgestampft und dann kommen einfach Placken wieder. Lägenfluren mit Alpenplacken können saniert werden. Es ist aber dabei wichtig, dass Bewirtschaftungsanpassungen vorgenommen werden. Nicht, dass wir in der kürzesten Zeit wieder gleich weit sind wie vorher. Die Alpenplacke kommt dort vor, wo vermehrt Nährstoffe vorhanden sind. Wir sehen hier eine Lägerflur, wo das Vieh bevorzugt liegt und halt dementsprechend auch schießt und sich die Nährstoffe anreichert. Zusätzlich wird die Alpenplacke gefördert, weil sie eben nicht so gerne gefressen wird vom Vieh. Was zur Folge hat, dass sie im Herbst abstirbt und aus dem heraus wieder frischer Humus, respektive Nährstoff, gebildet wird. Im Vergleich zur Wiesenplacke hat die Alpenplacke eine unterirdische Sprosssachse, die gerade unter dem Boden waagrecht sich ausbreitet. Aus der Sprosssachse können frische Pflanzen austreiben. Zusätzlich kann sich die Alpenplacke über einen Samen verbreiten. Der Samen der Alpenplacke kann über mehrere Jahrzehnte am Boden überleben. Mögliche Bewirtschaftungsanpassungen sind, die Lägerflur für eine bestimmte Zeit aushaken. Zusätzliche Koppeln bilden, damit Nährstoffe auf den Weiden besser verteilt sind. Bei regnerischem und nassem Wetter schonen beweiden. Man kann auch den Mist zusammennehmen und auf anderen Flächen verteilen. Wenn es möglich ist, die Lägerflur zu mähen, kann man auch eine Mähweide machen. Falls sich die Möglichkeit ergibt, kann man auch Weiden oder die ganze Alp mit anderen Tieren bestossen und bewirtschaften, so zum Beispiel mit Milchkühen oder auch Geissen. Grundsätzlich lassen sich so Bewirtschaftungsanpassungen einfacher umsetzen auf Kuhalpen als auf Mutterkuhalpen oder Rinderalpen, weil durch das tägliche Einstallen oder das Melken auf dem Melchplatz man mehr Handlungsspielraum hat in der Weideführung. Die Alpenplacke auf den Lägerfluren kann man mechanisch bekämpfen durch regelmässiges Mähen und Wegführen vom Schnittmaterial. Dadurch werden vorhandene gute Futterpflanzen gefördert und zusätzlich können wir die Fläche ein bisschen ausmegern. Kleinere Nester kann man durch Ausgraben von der Sprosssachs und von den Wurzeln regulieren. Wichtig ist, dass so gut wie möglich sämtliche Teile zusammengenommen werden. Die Placken mechanisch zu bekämpfen, also sprich auszugraben, das ist gar nicht möglich. Das hat so viel daher. Und darum haben wir uns jetzt eben entschlossen, mit, also chemisch zu bekämpfen. Und dann haben wir uns zuerst geschaut, ja, wo wollen wir das. Und einerseits gibt es Flächen, wo irgendwie immer durchhaben, wo es sich gar nicht lohnt, dort auf irgendeine Bekämpfung zu machen. Und andererseits haben wir dann einen, der Seeliane, da ist es auch im Frühling am frühesten. Das sind eigentlich die wertvollsten Flächen der Alp. Da haben wir uns dort auf eine Fläche entschieden, die wir probieren zu sanieren. Da haben wir es da chemisch bekämpft, Placken, und dann immer ausgehackt und wirklich nur drin gelassen, wenn es schön ist. Und dann auch Übersaat gemacht. Und dann hat man eigentlich das relativ erfolgreich machen. Zusätzlich zu dieser chemischen Bekämpfung hat hier unten ein Einsatz stattgefunden, um möglichst schnell eine dichte Grasnarbe zu fördern. Es gibt aber auch Alpen oder Lägerfluren, die man saniert hat, wo kein Einsatz nötig ist und es ist trotzdem zu einem guten Bestand gekommen. Das zeigt auf, dass auf diesen Flächen noch Samen von wertvollen und guten Pflanzen vorhanden waren, die nachher nach der Bekämpfung austreiben konnten. Wir sehen anhand der Rösalp, dass es möglich ist, die Alpenplacke zu bekämpfen. Gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt,
dass es sehr wichtig ist, dass die nötigen Anpassungen in den Bewirtschaftungen vorgenommen werden. Vom Gesamten her gesehen, die Flächen, die wir jetzt hier angefangen haben zu machen, das ist eigentlich von der Alp her ein kleiner Teil. Aber wir wollen jetzt einfach bei denen dranbleiben und die wirklich zu denen schauen und die gut machen. Und an einem anderen Ort müssen wir einfach ein Stück mit diesen Placken leben. Und das akzeptieren, also ein Stück, wo man einfach Placken hat.